Alle Nachrichten, die Sie heute Abend von mir hören werden, sind wahr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei RUMS. Wir begrüßen Sie hier aus dem legendären Studio 47,9. Es heißt wieder RUMS. Und wir haben heute spektakuläre Gäste an unserer Gesprächsleiste. Wir begrüßen Friedemann Weise, Maxi Stettenbauer, kein geringerer als Benedikt Mittmanns-Gruber, unsere oberste Instanz, die Echse. Und wir freuen uns natürlich sehr, wie immer, dass sie da ist, die Nachrichtensprecherin unseres Vertrauens, Petra Gerster. Ja. Diese Woche strotzte ja, wie die Wochen davor, auch wieder vor Nachrichten. Ja, das ist ja ein Nachrichtendschungel, da wuchert etliches herum. Vieles fällt natürlich auch durchs Unterholz. Ja? Und das ist oft schade, das ist auch oft gefährlich oder keine gute Entwicklung. Deshalb haben wir die Aufgabe, die wichtigsten Nachrichten wieder nach oben zu holen. Was hat man denn da so dieses Jahr, diese Woche, ja, Woche gefunden? Karneval ohne Diskriminierung. Ein Kostümverleih in Düsseldorf berichtet, dass er diskriminierende Kostüme ausrangiert habe. Dabei gehe es nicht nur um Kostüme, die bestimmte Minderheiten kränken könnten, sondern auch um das Problem der sogenannten kulturellen Aneignung. Denn auch wenn es im Fasching nicht immer politisch korrekt zugehe, so zeige sich hier doch eine neue Sensibilität, auf die man Rücksicht nehme. Ja. Also, ich finde das grundsätzlich natürlich super, wobei ich jetzt nicht weiß, ob der Karneval und Sensibilität jetzt so zusammenpassen. Also beim Karneval kann ich schon verstehen, da soll man der Minderheit nicht auf die Füße treten, sondern kotzen. Aber ich finde das halt so seltsam, dass man damit so Regeln dann um die Ecke kommt, weil du musst ja schon mal sagen, beim Karneval, ne, du ziehst dich an wie eine Ampel, haust dir 17 Kölsch rum, um dich dann korrekt zu verhalten. Also irgendwie ein Widerspruch, ne? Aber ich würde das bei uns in Österreich super finden, also weil mein Opa beim Fasching ja ziemlich nostalgisch, also er verkleidet sich jedes Jahr als SS-Offizier. Hm? Braucht er sich kein Kostüm kaufen. Und er gewinnt jedes Jahr den Preis fürs beste Kostüm. Ja? Ja. Und unser Bürgermeister ist dann immer ziemlich krantig, weil er hat genau dasselbe Kostüm. Das ist die Frage ist doch nur an Karneval oder ist das Karneval, Geburtstag, Weihnachten? So. Ja. Montags. Das ist interessant. In Sachsen heißt es ja nicht Karneval, sondern Fasching. Und ich habe immer schon gedacht, Fasching hat das was mit Faschismus zu tun. Ich glaube, ja, also, in Österreich heißt es auch so. Ja? Ach, heißt es bei euch auch Fasching? Ja. Ah, interessant. Ja. Woo. Gib mir einig. Nee, wem, sollen wir aufhören? Einfach. Wir lassen es sein. Das war ziemlich peinlich. Aber nochmal zurück, welches Kostüm ist jetzt nicht diskriminierend? Also wenn ich jetzt sage, ich gehe als Komposthaufen, so, oder als Besteckkasten, oder als... Das sind so die beliebtesten Kinderkostüme, oder, die du gerade aufzählst? Nein, das war jetzt so. Oder was ist ein beliebtes Kinderkostüm? SS-Uniform bei uns. Nein, nein, also, oder das, die Miezekatze. Oder Sonnenblume oder irgendwie so. Sonnenblume geht. Glaub nicht, dass der Zentralrat der Sonnenblumen dann irgendwie was sagen wird. Okay. Aber Klimakleber zum Beispiel, dürfte man das? Weil die sind ja auch schon... Wenn, vor den Karnevalszug kleben? Ach, die Klimakleber, wie man sagt, die Generation Uhu. Ja, die sich ja... Aber da, es gibt da keine Schablone, es ist ja immer Auslegungssache. Und angenommen, du gehst jetzt als Pinguin, vielleicht bist du aber ein völliges Rindvieh und die Pinguine wollen gar nicht, dass du dir das anmaßt, einfach jetzt als Pinguin zu gehen. Also ich gehe immer mit meinem Kostüm vorher in den Zoo und frage erstmal. Ich habe viele Kostüme auch aus dem Zoo, zum Beispiel so ein Eisbär.
Den habe ich ausgehöhlt und der hat sich nicht beschwert danach. Ja, aber Pinguine haben keine Lobby. Aber vielleicht geht im Zoo wer als Friedemann Weiße dann. Das wäre gerecht. Ja, ja. Ein Eisbär. Aber um das vielleicht ja, aufzugreifen, weil du sagst, ein Karneval ohne Diskriminierung fände ich auch toll. Also, dass niemand bepöbelt wird, dass niemand diskriminiert wird oder verunglimpft wird. Dass man diese Zeit des Karnevals wirklich ganz konsequent so durchzieht. Und am Aschermittwoch ist aber alles vorbei. Dann am nächsten Tag wieder, Schlampe. Also, dass man dann wieder sein kann, wie man wirklich ist. Ja, ja, also ich finde, die Nachricht kann nur ein Anfang sein. Bei Karneval liegt ja ganz Köln lahm, ja, und alles im Verkleid. Und unsere Hebamme ist verkleidet als Clown zu uns gekommen und hatte mein Kind als Clown auf dem Arm. Und ich so, kannst du gleich mit dem Gulli nehmen, das Kind? Und wir können S3 alleine drehen jetzt. Was, also ich finde es unglaublich, dass das wirklich durch alle Schichten einfach durchgeht. Stimmt. Es ist scheißegal. Also ja, das ist aber schön. Das war eine komische Geburt. Gut, ich war als Power Ranger verkleidet. Aber es ist so, dass ich das schon anmaßend tatsächlich finde, dass das so übergriffig ist. Deswegen kann ich jede Kritik am Karneval stückweise nachvollziehen. Ja, das finde ich auch. Ja. Corona-Pandemie beschert Babyboom. Im Corona-Jahr 2021 wurden in Deutschland 22.000 Kinder mehr als im Jahr zuvor geboren. So viele wie seit 25 Jahren nicht mehr. Nicht überall führte der zweite Lockdown allerdings zu einem Babyboom. Im Osten, insbesondere in den neuen Bundesländern ohne Berlin, sind die Geburtenzahlen rückläufig. Ist die erste positive Corona-Meldung, oder? War immer 3 Jahre ja. Oder wie lange das war, jetzt immer nur schlimme Meldungen. Aber das, ich sag nur, Alterspyramide. Weißt du, für den Sozialstaat hat Corona uns am Ende doch geholfen. Weil die Alterspyramide sah ja fast schon falsch rum aus. Gesund ist ja so, die war ja irgendwann so. Und dann hat Corona jetzt dafür gesorgt, dass sie unten breiter wird, ist wichtig, Einzahler. Und auch dafür gesorgt, dass sie oben wieder ein bisschen, weil ja viele über 80 dann. Und jetzt, ja, Olaf, das ist so. Das sind keine Fake News. Die Pyramide steht jetzt wieder. Man kann sich fragen, wie kam das, dass die Leute jetzt sich mehr vermehrt haben? Vielleicht haben auch einfach die Männer irgendwann angefangen, ihre Kondome so zu tragen wie die Masken. Das war ja auch da hing ja auch immer alles raus, ja, oder? Du meinst Face Shield, oder? Oder so als, man sagt ja auch immer so zum Kondom Mütze. Und vielleicht haben sie einige als Schal verwendet. Ja. Ob das aber alles ja. Oder alle Kondome wurden von Finn Kliman in Portugal hergestellt. Und deswegen waren da so viele Löcher drin, keine gute Qualität, man weiß es ja nicht. Ja, Transparenz ist bei dem Thema nicht unbedingt förderlich. Ne? Also, ja. Aber weißt du, was ist denn mit der Impfung als Grund? Ich sag nur BioNTech, Pfizer. Und du weißt das nicht, du bist zu jung, aber Pfizer ist ja die Marke, die auch Viagra herstellt. Ne? Meine Theorie ist, dass einfach die Männer so ein bisschen potenter geworden sind, weil er immer noch so ein bisschen in der Spritze drin hing von Und das wird ja auch wieder erklären, warum im Osten das nicht funktioniert hat. Ja. Da waren die ja ungeimpft. Ja. Und damit sind wir beim Stichwort Impfnebenwirkungen, nicht wahr? Ja, stimmt. Ach, es hieß ja auch mal, das macht alles impotent, die Krankheit, die Impfung auch, ja. Oder? Na, also ist die Frage, wohin man sich die Nadel setzt. Also, ja. Also ich habe mir viele Booster-Shots geholt. Aber man muss auch sagen, es gibt viele auch wachsende Gründe für Impotenz. Ne? Also bei der Impfung wird ja gesagt, dass das so sein soll. Ne? Dann ist es ja auch das steigende Alter. Aber bei ganz vielen Leuten ist es auch einfach der Geschlechtspartner. Aber ja, es kann sein, wenn du irgendwie, du hast ja 3 Jahre lang nur Drosten und eigentlich nur Lauterbach und Spahn im Fernsehen gesehen, dass du dann bei dem Anblick irgendwann gedacht hast, mein Partner ist ja doch nicht so hässlich. Und da ging's wieder. Es kann sein. Und bei dem Osten ist es wirklich so, im Osten weniger, ne? Weniger gezeugt. Und da denke ich ja, vielleicht liegt es daran, wenn du irgendwie 4 Stunden auf der Demo so ein Holzkreuz trägst, wo Drosten baumelt, da kannst du danach nicht mehr, da zeugst du nichts mehr. Ist das wirklich so ein großes Gefälle zwischen Ost und West? Ja, ich glaube, bei uns im Ort hat eine Person allein mehr Kinder gezeugt als ganz Ostdeutschland. Ja, unser Pfarrer war sehr aktiv. Okay.
Aber habt ihr auch in Österreich diesen, ich nenne es, ich kann es nicht wirklich Boom nennen, aber dieses vermehrte Aufkommen von Föten? Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube, bei uns gibt es insgesamt 22.000 Kinder in ganz Österreich. Ja. Also, aber immer schon. Aber oberirdisch, ja. Unterirdisch? Da sind es viel mehr geworden. Ja. Oder? Ja. Das ist ja wirklich eine Dunkelziffer, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Hm. Ja, aber man muss jetzt ja trotzdem mal sachlich feststellen, ist das jetzt wirklich eine Nachricht, die Menschheit weiterbringt, die Gesellschaft verhandeln muss? Nachrichten müssen sich doch, sag ich mal, in den Diskurs einbringen oder einen Diskurs auslösen. Aber 22.000 neue People of the World, also... Da sind bestimmt zwei bei, die mal eine Nachricht machen werden. Ja, so, aber dann erst, wenn es soweit ist. Dann sprechen wir noch mal drüber. Ja. Gucken also, wir mal, was so übrig bleibt von denen. Ja, also ich muss sagen, mich bringt das persönlich nicht weiter. Also die können wir gerne eigentlich vergessen. Die Nachricht? Ja. Ja. Oder? Fertig. Ja. Wiedereinführung der Wehrpflicht. Der Reservistenverband der Bundeswehr hält eine Wiedereinführung der Wehrpflicht für unumgänglich. Deutschland sei ohne Wehrpflicht nicht verteidigungsfähig. Neben einer gut ausgebildeten und ausgestatteten Truppe brauche es eine ebenso gut ausgebildete und ausgestattete Reserve. Stimmung. Ja, also ich finde, das ist ja, wenn es nicht anders geht. Ja, ich finde, das ist ein Thema, das die Gesellschaft schon mal verhandeln muss. Es gab ja schon mal eine Wehrpflicht und ich denke, oder sagen wir so, ich bin für die Wehrpflicht, glaube ich, so wie alle, die Kinder haben. Ja, weil das Heer, die Truppe, der Bund, ja, auch da ist, um die Werte zu vermitteln, die halt die Eltern vergessen haben, den Kindern mit auf den Weg zu geben. Das hört man ja ganz oft. Ja, wo ist der Große? Na, der Mirko ist beim Bund, lernt der Ordnung. Ja, das würden gut vielleicht tun. Sollte man einfach nicht früher anfangen mit der Wehrpflicht. Ja. In der Kita eigentlich schon. Mhm. Weil sonst, wenn man das nach der Schule jetzt macht, dann fehlen die uns ja auch ein Jahr in der Wirtschaft. Wenn du einfach mit 3 oder 2 anfängst, direkt Grundausbildung und dann in der Schule kannst du doch eigentlich auch die Kasernen und die Schulen, ist ja eh kein Unterschied, oder? Ich stelle mir das auch super vor, wenn einfach so 3- oder 4-Jährige durch den Schlamm robben und einfach Schnellfeuergewehre nachladen, ja, alleine. Das wird ein toller Geburtstag dann, ne? Wenn man das dann ausrichtet zusammen. Ich bin da absolut für. Ja. Und Unteroffizier klingt ja schon ganz klein. Und noch das Wahlrecht auf 34 anheben. Erst ab 34 wählen dürfen, aber in den Krieg ziehen. Das fände ich gut. Ich kann nicht gar nicht wählen. Ja. Habt ihr bei euch dort, wie das heißt, Wahlrecht? Österreich? Österreich. Habt ihr eine, ja, Wahlpflicht? Ja, Quatsch, worum ging es? Eine Wehrpflicht? Ich dachte, ein Wahlrecht, nein. Ja, bei uns gibt es die Wehrpflicht noch. Aha. Das, ja, deswegen sind wir so ein starkes Land, von dem jeder Angst hat. Aber die meisten Jugendlichen sind bei uns untauglich, ja. Sehr viele übergewichtig oder ohne Ausdauer. Also ich glaube, die Jugend von heute würde es gar nicht bis nach Stalingrad schaffen. Die würden im Burgenland aufgeben. Ja. Das wäre sowieso doof, die teilen doch immer ihren Standort in den TikTok-Stories. Dann weiß der Feind sofort, wo die... Also. Ja, das muss man sagen. So die Generation Fridays for Future, die würden sich doch überhaupt nicht mehr in so einen Dieselpanzer setzen, oder? Da kleben die sich wieder vor. Einfach. Ja, die würden schon Salatköpfe über die Grenze werfen zur Verteidigung. Ja. Das ist, aber ich sag mal, die Wehrpflicht, wenn es nicht anders geht, ja, also der Wehrwille des Teutonen ist ja doch irgendwie in den letzten, er litt unter Schwund, muss man ganz klar sagen. Guck ich mal in unser Rund um. Sieht das wie Wehrpflicht? Ich sag mal, ja, stimmt. Aber es ist ja auch, ich meine, alle haben sich's gemütlich gemacht, alle haben eine warme Wohnung. Ich meine, es hieß ja früher, ja, 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Ich meine, heute wird auch zurückgeschossen, aber nicht vor 11. Ja? Das ist dann eher so gemütlich aus dem Homeoffice, ja, irgendwie. Also deshalb... finde ich, das ist das schon eine Wehrpflicht, sollte zumindest verhandelt werden. Aber die Frage ist ja auch, ob wir überhaupt eine Armee brauchen als Deutschland jetzt, weil wir haben zweimal versucht, bitte zweimal nicht verloren. Und, da haben wir in Österreich schon wieder Angst, also wenn jetzt wieder anfängt. Hin- und Rückspiel verloren, da kann man auch sagen, wir machen nicht mehr mit. Warum müssen wir überhaupt... Kann das nicht auch irgendwie mal so künstliche Intelligenz oder sowas? Warum muss man dann noch selber als Mensch, alles geht doch mit Robotern. Für alles gibt es einen Roboter, aber dann an die Knarre muss man noch als Mensch. So.
Ist nicht zeitgemäß. Finde ich auch, dass man Kriege vielleicht durch Online-Befragung entscheiden könnte oder so. Also das Umfragen könnte man einfach machen. So. Hm? Soll das Land eingenommen werden? Ja. Hm? Bis aber wohin? Bitte nicht bei Twitter, das wird schief gehen. Ja, nicht gut. Wenn ich so an die Berliner Silvester nachdenke, denke ich auch, vielleicht brauchen die gar keine Ausbildung mehr. Vielleicht sind die viel wehrhafter, als wir glauben, als wir damals waren. Also vielleicht sind die auch alle schon unausgebildet fertig für den Einsatz. Ja. Ich glaube, die sind sicher gut trainiert mit Call of Duty, Fortnite. Also ich glaube schon, dass sie gut in Form sind. Ja, haben dann aber auch die richtigen Skins an. So lustige Kostüme, gehen die alle unterschiedlich verkleidet nach vorne. Ich denke, die Praxis ist das Kriterium der Wahrheit. Das ist so, du denkst jetzt als Jugendliche, ne? Ja. Da denkst du jetzt, weil du zweimal da hier so Peng Peng gespielt hast an deinem... Ist übrigens ein sehr beliebtes Spiel auf der Xbox. Peng Peng, sehr, ist ein großer Hit. Ja. Peng Peng Simulator. Mein Lieblingsspiel. Ich glaube, viele junge Menschen, die finden ja den Krieg attraktiv so auf ihren Spielen. Aber die Realität ist schon anders. Vielleicht müsste man da mal einen Zugang ermöglichen. Vielleicht mal so Praktikum eine, so eine Schnupperwoche an der Front oder so. So ein, ja, so ein Volontariat. Freiwilliges soziales Jahr. Im Häuserkampf. Was sagt jemand wie die Echse dazu? Du hast ja schon viel kommen und gehen sehen. Hältst du das für ein sinnvolles Instrument? Ja, Wehrpflicht jetzt generell, meinst du? Oder töten sollte nicht freiwillig sein, weil dann heißt es wieder, nein, da kann man das und das bei... Nee, da sollte man schon, das sollte man machen. Sollte man einfach mal machen. Und da hat man auch wieder mehr Respekt vor der älteren Generation. Weißt du, weil jetzt heulen sie alle rum, der alte weiße Mann hat keine Ahnung. Ja, aber wenn der Russe näher kommt, da hat der alte weiße Mann aber Erfahrungswerte und da ist er plötzlich wieder gut genug. Da kann man sich dann wieder dran orientieren. Ja, also ich finde... Das sollte man schon machen. Und gleichzeitig haben auch die jungen Menschen, naja, so eine Art, die haben ja viele Probleme, viel Problembewusstsein, sag ich jetzt mal so, ne? Gerade, ihr habt gesprochen über kulturelle Aneignung. Und ich finde jetzt zum Beispiel in ein Land einmarschieren, zum Beispiel als Armee, ist ja auch, ist vielleicht nicht ganz so schlimm, wie jetzt einen Federschmuck zu tragen beim Karneval. Aber es ist ja, in gewisser Weise ist ja der Angriffskrieg auch eine Art von kultureller Aneignung. Ja, und wenn man also dieses Problematisierungsbewusstsein aus dem Karneval verlagert in die Armee, dann bräuchte man vielleicht gar keine Armee mehr, weil dann klar wird, ey, das ist irgendwie nicht fair und das ist nicht in Ordnung und es verletzt auch Leute, wenn ich auf die schieße. Also wenn du mich so fragst, würde ich grundsätzlich sagen, ja, ja, mach Wehrpflicht, mach weniger kulturelle Aneignung und bums rum. Ja. Künstlicher Humor entwickelt sich weiter. Ein japanisches Forschungsteam hat einen empathischen Roboter entwickelt, der in einem Gespräch an passenden Zeitpunkten lacht. Eine Spracherkennungssoftware ermöglicht es ihm, Schlüsselwörter in Unterhaltungen aufzunehmen und passende Antworten zu geben. Es werde aber noch mehr als 20 Jahre dauern, so die Forschenden, bis wir mit einem Roboter plaudern können wie mit einem Freund. Ich würde den empathischen Roboter aus Japan gerne mal in mein Programm einladen, so in der ersten Reihe, damit endlich mal jemand im Publikum sitzt, der über meine Witze lacht. An den passenden Stellen auch. Und ich glaube, Roboter sind auch nicht so extrem aufdringlich nach der Show. Also der will dann sicher nicht mit mir schlafen. Das passiert mir sonst ständig. Ich habe heute schon wieder 10 Anfragen. Das ist ziemlich anstrengend. Du hast unser tiefstes Mitgefühl. Ja, danke. Und was fragt man da konkret? Du meinst das Publikum, was mich das Publikum fragt? Ja. Herr Benedikt, wollen Sie mit mir schlafen? Das okay. ist die klassische Frage. Ja, aber du hast ja Anfragen gesagt. Das hört sich ja so an, wie irgendwie, kannst ja, du auch sind bitte schriftlich. Parkett verlegen bei mir oder so. Ist ja auch sowas wie Parkett verlegen, sagt man doch auch. Die Fliesenleger sagen auch, wir fliesen ihr Bad und kacheln ihre Alte, oder? Ja. Das ist ja auch so ein... Parkett verlegen ist auch schon ein Stück weit dirty. Ich bin kein Freund dieser künstlichen Intelligenz, muss ich ganz klar sagen. Also, diese Nachricht offenbart ist mir mehr... Ich möchte mit Menschen sprechen, ja? Ja. Also jetzt zwar nicht mit euch, aber... Ja, mit Menschen, so, mit denen man in einen Austausch treten. Oder auch mit Tieren, mit Tieren. Ja, du, bitte. Also, wenn ich euch hier angucke, mir wäre jede Art von Intelligenz recht, muss ich sagen. Also,
So ist sie, die Echse. Herrlich. Immer einen flotten Spruch auf Lager. Ja, machen wir es kurz. Ist die Nachricht jetzt künstliche Intelligenz? Dass man, ist das bringt euch das weiter? Also ich hab's schon schön gefunden, dass der an der passenden Stelle lacht. Ja, schön. Ja, tut mir leid. Das Studiopublikum auch, oder? Schlechtes Wetter finde ich auch manchmal schön. Also ich habe die KI gefragt, ob sie relevant ist, und sie hat gesagt, nein. Damit ist das doch eigentlich geklärt, oder? Und? Also solche Nachrichten können keine Debatten anstoßen, die können keine Impulse setzen, würde ich überlesen. Wegwischen. Ja, wegwischen. Ja. Freie Tage bei Menstruation. In Spanien hat das Parlament für einen Gesetzentwurf gestimmt, der vorsieht, dass Frauen mit starken Regelschmerzen und einem ärztlichen Attest der Arbeit fernbleiben können. Spanien wäre das erste Land in Europa mit einer solchen Regelung. Nun werden Befürchtungen laut, dass Arbeitgeber daraufhin weniger Frauen einstellen könnten. Das ist das typisch Deutsche, zuerst Befürchtung. Ja, ich finde es eigentlich beschämend, dass eine Regierung in Deutschland, die sich als progressiv bezeichnet, warten muss, bis jemand aus Spanien so eine Idee hat. Ja, Spanien, das sind ja sowas wie Österreich, sind auch irgendwelche Hinterwäldler. Und die haben den Mumm, so etwas durchzusetzen. Und da muss eigentlich, diese Nachricht gehört ganz oben. Ja, vor allem, wenn das von vier männlich gelesenen Personen behandelt wird. Ist aber bei uns richtig, die Meldung, ja, oder? Ja, das finde ich schon gut, dass man das Thema Menstruation mal in Ruhe besprechen kann, ohne dass immer... Ja, also... Ja, aber natürlich, aber du sprichst das richtige Thema an, Aldi, weil wenn man für die Frauen diese Zugeständnisse macht, die ich sehr unterstütze, die ich befürworte, muss man natürlich des sozialen Friedens wegen dann dem Mann auch ein bisschen entgegenkommen. Also wenn man sagt, die Frau hat frei wegen der Menstruation, dann bekommt der Mann eben frei wegen der Erektion. Naja, jetzt natürlich nicht wegen jeder, das müsste man dann, sag ich mal, ist dann eine Härtefallentscheidung. Wie man das dann im Einzelnen handhabt. Aber ich finde, das geht eindeutig in die richtige Richtung, also zum Wohle des Arbeitnehmers. Das ja, ist ja, also ich finde auch, dass das eine gute Regel ist. Hm? Nee. Aber wenn Männer einmal im Monat aus dem Penis bluten würden, die würden doch nicht zu Hause bleiben, die würden auf dem Schreibtisch stehen und das allen zeigen, oder nicht? Die würden sich doch davor... Das wäre gut für das Arbeitsklima im Großraumbüro. Ja. Vor allem, ich freue mich schon auf die Vorstellung, wenn ich anrufe und erkläre, welche Art von Erektion ich jetzt gerade habe, weswegen ich nicht kommen kann. Ich würde dann nie frei bekommen, glaube ich. Ja, nie weswegen Erektion. Ich nicht kommen kann. Okay. Keiner? Ne? Okay, egal. Dachte ich, brauche noch. Ach so. Jetzt habe ich... Ich meine, es gibt ja auch, ich habe ja Ethnologie vielleicht studiert, und es gibt ja in indigenen Kulturen oft so Menstruationshütten, wo dann die Frauen während der, das stimmt wirklich, während der Menstruation abgesondert in einem eigenen Haus leben, weil die da dann nicht bei den anderen sind. Und vielleicht ist das ja auch ein Weg, weil wenn die dann zu Hause bleiben mit den Schmerzen, dann ist ja auch die Familie auch belastet in der Zeit. Ja, es hieß ja früher, hat man ja gesagt, die Frau ist unrein. Ja, so, ja. Deshalb. Und da ist es doch viel besser, wenn man also diesen Weg geht, absondern, klingt immer so hart, aber wenn man der Frau das Privileg zugesteht. Oder auch Männern. Privileg verkaufen, ja. Ja, aber ich befürchte, dass das halt manche Frauen vielleicht ausnutzen und dann halt vier oder fünfmal im Monat menstruieren. Ich glaube, da muss man schon aufpassen. Ja, ich glaube, die österreichische Frau menstruiert sowieso häufiger. Ja, die sind ziemlich... Das ist ein großes Hobby von denen. Ja. Ja. Aber dass es ausgerechnet in Spanien jetzt ist, vielleicht hat das auch damit zu tun, wenn es kann ja auch mal passieren bei Blutung, dass da irgendwas nach außen sichtbar ist. Und wenn du in Spanien das Rot und die ganzen Stiere, vielleicht ist das einfach auch so eine Vorsichtsmaßnahme, dass da Frauen nicht angegriffen werden auf der Straße. Ja, ist ein Riesenproblem. Ja. Übergriffe von Stieren. Danke, dass du es ansprichst, Friedemann. Die ganze Welt kämpft dagegen. Ja. Gegen Stiere, die sich in den Einkaufszentren dieser Welt... Ja, ich habe mich nicht getraut, dass ich es anspreche. Ja, das finde ich... Danke, Friedemann. Das war schon ein Stück weit auch so ein Büchsenöffner, sage ich mal, um dieses Thema jetzt mal
zur Sprache zu bringen. Vom Tisch zu wischen. Ja. Und es ist natürlich wirklich so, weil ja, man will das dann abwägen. Mann, Frau, Menstruation. Und es gibt natürlich das stärker in den Fokus rückende Thema des Menstruationsneides des Mannes. Ja. 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 Und es hat gibt Freud ja, schon festgestellt, natürlich. Der Menstruationsneid des Mannes. Ja. Ja. Und es gibt ja die, These, dass die Männer jahrhundertelang in den Krieg gezogen sind aus Menstruationsneid. Ja. Also die Männer haben sich gegenseitig im Krieg verletzt, weil sie nicht von selbst bluten. Und das, finde ich, ist ein völlig neuer roter Faden. Ja? Also durch die Geschichte hindurch. Und ich ja, finde es eben gut, dass... Was finde ich gut? Weiß ich auch nicht. Meinst du, Putin bräuchte einfach mal seine Tage? Ja. Die ja. Rote Woche. Ja. Rote Armee. Also ich. Also ich habe schon schwer den Eindruck, das ist unser letzter öffentlicher Auftritt, oder? Kann das so sein? Ja, ich habe das Gefühl, einigen fehlt es ein bisschen für die nötige Reife. Aber ich bleibe dabei, ich finde es ein wichtiges Thema. Und ich finde, ich würde es toll finden, wenn deutsche Arbeitnehmer da oder Arbeitgeber da in Vorleistung gehen und sagen, ja, das spanische Modell. Jetzt auch hier in Deutschland. Wer ist dafür? Dreistimmig. Vierstimmig. Warum? Also, hätte ich eine zweite Hand, ich hätte zweimal abgestimmt. Ja? Warum geht man immer davon aus, ihr Menschen immer davon aus, ja, man will sowieso nicht arbeiten, man will sich möglichst drücken, der Ösi heult rum, ich habe gar keine Erektion, ich kriege überhaupt keine Freistellung und so weiter. Und hier überhaupt im Menstruieren fünfmal da in Österreich und die ganze Fahne ist rot bei euch und alles. Ja? Warum ist da immer nur Geheule, statt mal zu sagen, wir nutzen das? Ja? Weil was wäre die Alternative? Was wäre denn die Alternative? Fragen wir mal so, ja, die Alternative wäre, Frauen zu nehmen, die nicht menstruieren. Und wen haben wir da? Wer noch nicht menstruiert, wer arbeitsfähig ist, ist die ältere Frau, ja, die es schon hinter sich hat. Ja, wo man sagt, das schafft auch Arbeitsplätze für Leute, die sich auf dem Arbeitsmarkt sonst diskriminiert fühlen. Die sagen, ja, das ist immer, die jungen Leute kriegen alles, die jungen Leute kriegen alles. Da können auch ältere Leute, die das ganze Menstruieren hinter sich haben, dann wieder in ihren Job rein. Ja, zum Beispiel doch jetzt wieder Nachrichten vorlesen oder irgendwas, Petra, nichts gegen dich jetzt. Ne? Aber dass man doch wieder sagt, ich steig noch mal ein, wenn ich es hinter mir habe. Und die Wechseljahre sind nicht ohne. Ja? Also was da die Mädels durchmachen, ja, da können wir uns gar nicht wissen. Ich meine, gut, ich bin auch bin wechselwarm. Ja? Ich bin auch unten komplett offen, aber das ist ein anderes Thema. Ja? Nee, es ist, das ist ja wirklich, das hat ja Wechseljahre, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Und Wechseljahre ist noch ein unheimliches Hitzethema. Ja? Also viele sterben dann vielleicht gar nicht wegen der Sommerhitze und wegen Klimawandel, ja? Sondern die sterben dann einfach wegen der Wechseljahre. Und da würde ich einfach sagen, orientiert euch an uns Tieren. Ja, ich sauge mich mit Hitze auf, mit Wärme. Und im Winter, wenn ihr Menschen wieder rumheult, unsere Energiekrise und wir sind kalt in den Wohnungen, dann gebe ich diese Wärme ab. Ja, das ist alles schon da gewesen, seit Millionen von Jahren. Da brauchst du keine Innovation, da brauchst du kein Regierungsprogramm. Ja, da musst du einfach mal in die Natur gucken. Und da funktioniert das. Und Natur, Leute, ist immer ein Ausgleichsprinzip. Das heißt, auch wenn du Hitzetote hast, sobald die tot sind, werden die kalt. Das heißt, unterm Strich ist alles in Ordnung. Sehr gut. Ja, ich muss sagen, wir haben unsere Sendezeit erreicht. Bis nächste Woche. Das war's von uns. Das war durchaus unterhaltsam.